Hallo Freunde, willkommen zurück im Obertal und auch guten Morgen. Gerade gesehen, wir haben genug Eier, die wir mitnehmen können. Also zu früh am Morgen klappt mit dem Sprechen noch nicht. Oh, da gibt es auch viel. Schauen wir das eigentlich alles hier. Oh, Hey, Mats, wie sind dir die Eier reingefallen? Das tut weh. So, dann bringen wir dies zuerst weg und kümmern uns dann um die Wolle. Endlich mal mehr Wolle. Sollen wir gucken, wer die Eier braucht. Nee, das nicht. Wir brauchen die Nudelfabrik. Brauche die Eier auf jeden Fall. Warte mal eben. Also, ist schon. Hat schon Spanngurte drüber. Gerade gedacht habe ich noch gar nicht Spanngurte drüber. Gehen wir die Fahrzeuge durch, ob wir doch irgendwo dran sind. Sieht nicht so aus. Ich habe ein bisschen Holz gemacht und verkauft. So, wie sieht es hier aus? Wir fangen all an mit den Feldern. Felder sieht gut aus. Relativ gut. Mal eben schauen, was unser Gras macht. Wir wollen das andere Karte. Also greif ist das noch nicht. Ich habe Tiere gekauft, auf jeden Fall, damit ja eben Wolle passiert kommt endlich mal. Wir kriegen Eier. Die brauchen was zu futtern. Das Geflügel. Den geht's gut. Milch gibt es noch nicht viel. Ich gar nicht, habe ich noch einen Hänger oder? Habe ich jetzt nur den einen mit der Ladefläche. Wenn ich keinen zweiten kleinen Hänger habe, brauche ich einen hier kaufen. Also Umbaureihen packe ich nicht, das ist blöd. Habe ich schon gesagt, dass der Hof sehr groß ist? So, und da sieht es so aus, ob ich keinen zweiten Hänger habe. Ich hätte aber auch mal einfach in die Garage gucken können. Neben den großen nur. Soll ich mit dem großen jetzt.
Wie viel Futter brauchen wir? Sehen wir dann. Du siehst doch nett aus, du ganz hinten auch. Gut. Mehr als den Plan ändern können wir nicht. Hey Gott, komm dann. Kaufen wir den. Was soll der Geiz? So, Missionen gibt's nicht. Brauchen wir irgendwas? Salz brauchen wir nicht. Eier kommen, Weizenries, wir brauchen Getreide. Stoff ist dran. Da kommt jetzt die Wolle. Salz haben wir genug. Wir müssen Salz, können wir Streusalz können wir verkaufen. Wo können wir Streusalz verkaufen? Alles verkaufen Nordost. Schaffst du gut. So, dann haben wir das schon mal weg. Da gibt es dann Geld für. Speisesalz müssten wir fast verkaufen. Natrium können wir verkaufen. Also da fahren wir schon ein paar Mal, da fahren wir ein paar Mal und dann Speisesalz. Ja, viel passt da nicht. Wir können das voll machen und den Rest können wir verkaufen. Bis dahin hat er wieder neu produziert. Gras brauchen wir, Trockner brauchen wir nicht. Heidemühle hat nichts mehr, das ist schon klar. Ist nichts mehr da. Aber die auch ausmachen. Mohnbacken, und das ist nicht viel. Das lohnt sich noch gar nicht. Da ist noch nicht viel. Wir haben noch gar nicht so viel zu machen. Konzentrieren wir uns jetzt hier auf die. Auf die Stoff, auf die Wolle. Nun kann ich, weil wir kein Getreide haben. Was haben wir an Getreide noch? Stroh habe ich genug, super. Kartoffeln, Zuckerrüben. Ja, das Getreide brauche ich für die Hühner. Das ist doof. Kann ich schlecht nehmen jetzt. Ist Februar, es gibt noch kein Getreide und. Da sind wir noch nicht so weit.
nettes kleines Städtchen. Wenn es die Sachen alle zum als Mietshäuser gäbe, ich brauche auch der Schlummerland, kann ich Mietshäuser gebrauchen. Die sehen nett aus. Ich habe jetzt welche runtergeladen, jetzt mal wie die aussehen. Mal schauen. Ich überlege, Bäckerei zu kaufen, aber so viel Mehl habe ich gar nicht. Ganz viel, was ich habe, was ich produziere, geht in den Rummel. Weil ich viel zu wenig Getreide habe. Ich kann aber auch jetzt kein Getreide anbauen. Jetzt kann ich gar nichts machen. Baumwolle, ne, Baumwolle will ich nicht auch noch anfangen. Da passiert gar nichts. Also da kommt das erste Getreide. Ein paar Monate noch. Schwierig. Also da kommt das natürlich mit den Schafen jetzt ganz gut mit der Wolle. Ich kann Getreide machen. So, du musst jetzt aufsehen. Getreide sehen. Getreide sehen. Dann schauen wir mal weiter. Du bist da, du. Ja, das ist immer ein Problem, dass der nicht alles ablädt. Wir können Nudeln mitnehmen. Wer nimmt jetzt Nudeln? Was? Ach, alles verkauft da gerade zu BGA. Ja. Hotel Aventurin. Moment, dann muss ich einmal rundfahren, Nudeln aufladen und bringen wir das zum Hotel. Gerade will ich einen Hänger für den Truck kaufen, aber so schnell produziert er ja nicht. Also nehmen wir lieber noch mit hier. Das ist blöd, da steht Aventurin Hotel und da steht Hotel. Machen wir es so, Hotel Aventurin, das verstehen wir wenigstens. Spannung kurz nochmal nachlegen. Und dann schicken wir den zum Hotel. Du bist unterwegs mit dem Streusalz, das ist gut. Und du bist zum, unterwegs zum Silo oder bist schon zum. Da bist du schon da. Fast.
Ich muss meine Hallen mal kontrollieren. Irgendwo muss ich, glaube ich, mal alle hinstellen, weil ich noch mehr Geräte kaufe. Ich wollte die Kleinen eigentlich extra haben. Und nicht zu den Trucks. Irgendwo muss ich noch eine Halle hinstellen, glaube ich. Schauen wir gleich mal. Jetzt muss ich erst einmal. Ihr könnt ja jetzt gucken, der ist ja noch nicht am Silo angekommen. Wo haben wir denn noch Platz für eine Halle? Also hier habe ich Hallen. Da passt natürlich kein anderer mehr hin. Hier ist blöd, ich komme von hinten nicht dran. Hey, da unten an den Stellen ist auch doof. Honig hätte ich abzuholen. Ja, da geht es auch steil bergab. Hier ist noch Platz. Könnt ihr erweitern. Ich stehe auf Durchfahren, das ist diese hier nicht. Es gibt keine Durchfahren. Da geht es auch bergab. Das sind keine Durchfahren hin. Den ganzen Raum schön in der Mitte wegmache, da kann ich da Hallen hinsetzen. Da wird auch noch eine hinpassen. Ja, das muss ich mir überlegen. Die werden gar nicht so viel fressen, das ist das Problem. Ich kann gleich wieder alles zurückbringen. Aber egal, wir brauchen die Eier und deswegen muss es den Hühnern gut gehen. Also wie gesagt, hier rechts die Wiese können wir wegmachen und dann noch eine Halle hinstellen und Durchfahrhalle. Das wird funktionieren. Das muss ich mir überlegen. Links die Tankstellen brauche ich auch nicht, da können wir noch was machen. Ui, ui. Fressen aber gut. Er noch nicht voll. Soll man noch was holen? Schau, was noch da ist. Du bist angekommen. Das sieht gut aus. Und jetzt gehen wir zum zum Schafstall, genau. So, das funktioniert ganz gut. Das ist das Gute mit Autodrive, da kann man einfach mehrere Sachen gleichzeitig machen.
mehr Wolle können wir hoffentlich Stoffe produzieren, dass wir dann auch weitermachen in der Produktionskette. Kommt da schon die Bekleidungsindustrie oder was kommt danach? Irgendwo gibt es sowas. Was machen wir, wenn wir Stoffe haben? Das alphabetisch ordnen könnte oder überhaupt mal sortieren könnte nach Füllgrad und was weiß ich, das wäre auch was Schönes. Wäre was für die nächste Version von LS. Brauche nicht so lange zu suchen. Gut, Baumarkt, ich kann es nur verkaufen. Da steht nichts von Verarbeitung. Die muss ich mir selber suchen. Es gibt aber Bekleidungsproduktion, das weiß ich. Und ich möchte es ja kaufen, ich möchte ja weiter produzieren. So, wie gesagt, ich werde jetzt die Kühe weiter füttern und werde ich die Wolle zur Spinnerei bringen. Das ist nur Transport, das ist nichts Besonderes. Wunder, warum wir nicht langweilen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, mir gewogen. Bis dann.